Digitale Disruption 4.0. Das haben wir diskutiert. Und wir heißt die CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten hier im Deutschen Bundestag. Und mein Chef der digitalen Agenda, der Tankred Czempanski, wir zusammen haben diese Veranstaltung ins Leben gerufen, weil wir uns fragen wollten, wie müssten denn wir uns auch, wir Bundestagsabgeordnete CDU-CSU, verändern. Und ich glaube, die Veranstaltung war richtig gut, oder Tankred? Also auf alle Fälle, wir hatten natürlich auch einen Stargast gehabt mit Christoph Käse, einem Erfolgsautor mit dem jüngsten Buch Disrupt Yourself, dann Silicon Germany, Silicon Valley, alles Bestseller und ist natürlich ein Mann, der sich damit absolut auskennt und der hat uns tolle Hinweise gegeben. Ich glaube, das ist auch seine Eigenart, am Ende des Buches auch zu sagen, der Politik, das hier, musst da du rein, umsetzen genau. Und das haben wir mitgenommen, wir haben Hausaufgaben mitgenommen von ihm, ganz klar, aber wir konnten ihm auch zeigen, was wir in der digitalen Agenda schon alles machen, welche Projekte wir anschieben und wo Deutschland auch beim Thema Disruption steht. Richtig. Und ich glaube, was für uns auch als Politiker wichtig war bei dieser Veranstaltung, 1881 kam das erste Telefonverzeichnis in Berlin auf die Welt. Und alle haben gesagt, dass dieses Buch der Narren, das wird nicht lange Bestand haben. Wir wissen heute alle, ich glaube, wir müssen gar nicht mal groß viel darüber reden, wir alle haben das Handy in der Hand, 96% der Deutschen haben ein Handy in der Tasche und deswegen müssen wir uns jetzt auch die Fragen weiterstellen, wie können wir diese Chancen, die natürlich auch Risiken haben, aber auch für uns mitnehmen, auch für die Bevölkerung, aber letztendlich auch für uns als Bundestagsabgeordneten, wie können wir diese Umwälzung der digitalen, der disruptiven Welt auch hier mit in den Deutschen Bundestag nehmen und dafür, glaube ich, haben wir richtig gute Thesen aufgestellt und ich glaube, Tankred, wir sollten weitermachen. Was meinst du? Also wir machen ganz sicher weiter und wichtig war, die Kollegen zu sensibilisieren. Ja. Fand es auch ganz toll, dass Ralf Brinkhaus als Fraktionschef gleich zugesagt hat, ja. Er ist dabei bei diesem tollen Thema. Wir bleiben da dran, wir machen weiterhin Politik 4.0 in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ciao.